Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Willy Brandt, Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer, so heißt unsere Wanderausstellung, die durch Deutschland tourt. In 8 Folgen beleuchten wir die Schwerpunkte dieser Ausstellung. Folge 7: Demokratie als Aufgabe aller. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Kaum ein Satz Willy Brandts hat sich so eingeprägt und steht so für den politischen Neuanfang wie dieses Versprechen in seiner Regierungserklärung 1969. Er versteht Demokratie nicht nur als eine Staats-, sondern als eine Lebensform für alle Menschen. Sie ist ein Prinzip, das die gesamte Gesellschaft durchdringen soll. Zeitlebens wendet sich Brandt gegen Diktaturen und Unterdrückung. In den 1970er und 1980er Jahren unterstützt er den Aufbruch zahlreicher Länder auf dem Weg zur Demokratie und Freiheit. 1989-90 fördert er mit großem Engagement den Wiederaufbau der Demokratie im Osten Deutschlands. Am Anfang stand aber Brandts Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969, aus der wir nun einen Ausschnitt hören. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Wir haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf hat an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.